machen wir direkt. Ist egal, wir machen weiter. Achtung. 2, 1. Sind bei den Proben der coolen Elbstreicher in der Brechtschule. Es ist das wohl innovativste Kinder- und Jugendorchester aus Hamburg und in seiner Form einzigartig. Nach der Devise Musik macht Kinder stark finden sich Kinder im Alter von 5 bis 17 Jahren aus ganz unterschiedlichen Milieus zusammen, um gemeinsam zu musizieren. Und so spielen kleine Talente mit jungen Erwachsenen und das recht erfolgreich. Da weg, weil ne, also die, die es schneller können, machen es dann zu schnell. Also lass uns das da wirklich. Auch die zweite, wenn es beim zweiten Mal kommt. Wir machen das morgen, ja. Machen wir morgen. Genau. Einmal müssen wir es morgen mit Sounds machen. Spiel einfach mal von mir aus einen Ton an, wo ihr übernimmst dann gleich und schlägst sich hier den rein. So. Achtung, lass mal so einen Ansatz. Regelmäßig veranstalten die coolen Elbstreicher Benefizkonzerte wie hier im Liebermann-Studio des NDR. Die Konzerte werden stets von bekannten TV-Persönlichkeiten moderiert und von hochkarätigen Gastkünstlern begleitet, die von der musikalischen Nachwuchsarbeit überzeugt sind. Wie etwa Caroline Fortenbacher, Baiba Skride, Joja Wendt, das Tingwall-Trio oder wie hier mit Stefan Pintew vom Elbphilharmonieorchester Hamburg. Mit dem Quartett Salut Salon gab die renommierte Cellistin Gesa Riedel Konzerte auf der ganzen Welt. Bekannte Popbands wie Orange Blue engagierten sie für ihre Tourneen und Shows. Sie ist Dozentin an mehreren Hochschulen für Musik und Theater und sie unterrichtet auch kleine Cellisten. Aus diesen privaten Schülern ist das außergewöhnliche Projekt Coole Elbstreicher hervorgegangen. Aus der Praxisarbeit ein pädagogisches Konzept geworden, das sich ständig weiterentwickelt. Neben gefeierten ersten Plätzen bei etlichen Orchesterwettbewerben erhielten die coolen Elbstreicher auch bereits eine Platin-CD für ihre Mitwirkung an Udo Lindenbergs MTV Unplugged-Album. Das Highlight ihrer noch jungen Karriere jedoch war und ist die China-Reise auf Einladung der Jinshai Experimental Primary School Shanghai. Die coolen Elbstreicher, die jetzt diesen Austausch hier mit Shanghai machen, mit der Jinzhai-Schule, sind ein Orchester, was eben in pädagogischer Sicht sehr besonders arbeitet, ohne Dirigenten spielt. Die Kinder geben sich gegenseitig Einsätze. Die Kinder spielen auswendig, spielen ohne Noten. Und es gibt ein Patenschaftsprinzip. Die Großen kümmern sich auch um die Kleineren und können helfen in Proben und können auch so immer zur Seite stehen, wenn es zum Beispiel wie auf dieser Reise jetzt Schwierigkeiten und Fragen gibt und Heimweh gibt. Und das Besondere ist einfach auch dieses soziale Gefüge der Gruppe, was möglich wird dadurch, dass ich Arrangements schreibe, die auf die Kinder angepasst sind und insofern jeder in seinem Können und seinem Alter berücksichtigt wird. Und wir sind dadurch eine sehr bunte Gruppe. Und jeder kann aber mit seiner Persönlichkeit etwas dazu beitragen, dass diese Gruppe so eine wunderbare und schöne Ausstrahlung hat, wie sie eben auf der Bühne hoffentlich rüberkommt.
Zuvor waren einige mittelschwere Probleme aus dem Weg zu räumen. Es ging wie immer erstmal um das liebe Geld. Die Reisekosten musste das Orchester nämlich selbst tragen. Doch am Ende ging alles gut. Großzügige Sponsoren ermöglichten letztendlich den interkulturellen Austausch zwischen Hamburg und Shanghai. Wer in Shanghai landet, dem verschlägt es erst einmal die Sprache. Ein Häusermeer, soweit das Auge reicht. Hoch, höher und noch höher. Ein Wald aus Beton. China mit seinen 1,4 Milliarden Menschen, das sind immerhin 25% der Weltbevölkerung, ist somit das bevölkerungsreichste Land der Erde. Das Riesenreich will an die Spitze und Shanghai spielt dabei die Vorreiterrolle. Der Großraum Shanghai hat rund 24 Millionen Einwohner. Ein Stadtvolk, das ständig in Bewegung ist. Der Strom der Fußgänger, die Puls der Pendler in den überfüllten U-Bahnen und die Schwärme Mopedfahrer. Zur Weltausstellung 2010 hat sich die Stadt noch einmal selbst erfunden, um den Ruf als Weltstadt und Finanzzentrum zu manifestieren. Shanghai wurde auf hypermodern getrimmt und alte Zöpfe abgeschnitten. Gibt es eine Teezeremonie von der Schule? Aha. Ja. Dann können wir chinesischer Tee probieren, ja, oder so. Und ja, dann gibt es einen Kurs für Scherenschnitt. Scherenschnitt? Ja, das ist ja toll. Ja. 12 Uhr Tee-Zeremonie, ja, und dann Scherenschnitt, ja, und Abholen der Kinder ist um 16 Uhr. Wir fahren jetzt zur Schule direkt. Und was ihr aus dem Plan nicht entnehmen konntet, weil es auf Chinesisch da steht, dass es einen Kurs für Scherenschnitt gibt um 13.45 Uhr. Die Shanghai Tsinghai Experimental Primary School sieht ihre vordringliche Aufgabe darin, die Schüler zu aufstrebenden und kritisch denkenden Bürgern auszubilden. Mit individueller Verantwortung und Respekt für unterschiedliche Kulturen, unabhängig von Rasse, Glauben, Nationalität und Geschlecht. Die Schüler werden in einem globalen Kontext ausgebildet, um die Bedeutung von Verantwortung, Ehrlichkeit, Teamarbeit, Respekt, Vertrauen, Optimismus und die Bereitschaft, den Bedürftigen zu helfen, zu unterstreichen. Yeah.
In der Schule sind 120 Lehrer und über 2000 Schüler eingeschrieben. Schon seit Jahren ist die Chinchai-Schule für ihre qualitativ hochwertige Ausbildung und ihr hohes Bildungsniveau anerkannt. Viele internationale Schüler aus 30 Ländern sind beeindruckt von dem exzellenten Unterricht und von der freundlichen, harmonischen Atmosphäre. Die Chinchai-Schule ist keine reine Kunstschule. Alles andere wird natürlich auch unterrichtet. Doch musische Fächer stehen immer im Vordergrund. Und hier treffen nun auch unsere coolen Elbstreicher ein. Direkt nach dem 12-Stunden-Flug. Denn die Abholung der Kinder und Jugendlichen durch die Gastfamilien, bei denen sie wohnen werden, erfolgt erst nach Feierabend um 16 Uhr. Nun beginnt der erste Teil eines bunten, prall gefüllten Reiseprogramms. China ist das Mutterland des Teeanbaus. Gäste werden in China stets zum Zeichen der Wertschätzung mit Tee begrüßt. Die Teekultur ist ein bedeutender Teil der chinesischen Kultur und die weltweit älteste ihrer Art. Selbst die japanische Teekultur hat ihre Wurzeln in China. Das Teetrinken hat sich bis heute unverändert in allen Familien erhalten, wobei die meisten Chinesen ausschließlich ungesüßten Grüntee trinken. Und im Zuge des wirtschaftlichen Aufstiegs Chinas kommt auch die althergebrachte Teekultur wieder verstärkt zur Geltung. Tee versteht sich in der chinesischen Tradition als symbolische Gabe. Die Fähigkeit, guten Tee zuzubereiten, war früher auch ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl künftiger Schwiegertöchter. Die Verlobungsgeschenke heißen heute noch Teegeschenke. Das geht auf die Song-Dynastie zurück, als es üblich war, der Familie der ausgewählten Braut Tee zu überbringen. Was wir als Heiratsvermittler kennen, hieß in China Teedosenträger. In der Chinchai-Schule wird dieses genau aus diesen Gründen gelehrt. Bei dem Instrument, das hier im Hintergrund gespielt wird, handelt es sich um die Kuqin, ein klassisches chinesisches Instrument der Gelehrten, Maler und Dichter, der Philosophen und Herrscher. Konfuzius selbst soll es meisterhaft gespielt haben. Aber wie das so ist mit Gerüchten, historisch lässt sich das nicht belegen. Der schwermütige Klang der siebenseitigen Kuqin hat eine 3000-jährige Geschichte. Für kein anderes Instrument wurde in China so früh Musik aufgeschrieben und überliefert. Fest, zum Beispiel Mondfest oder Frühlingsfest, verzieren wir auf dem Fenster diese Schenkelschnitt. Chinesische Schenkelschnitt sind in der Regel symmetrisch. Symmetrisch? Ja, danke. Du musst hier ausschneiden, aus dem Teil hier nicht abschneiden.
Yes. Dann trafen die Kinder in der Schulaula auf die chinesischen Gastfamilien und wurden erst einmal offiziell begrüßt. This visit is very special because here is the Sound of Music between a group from Hamburg and later in July there is an inviting of a Chinese group from Shanghai to visit our town and make music at the Youth Music Festival like last year. 这次的活动呢非常的特别，因为本次他们参加的是他们这个汉堡市教育局举办的一个叫音乐之声的活动。那么在七月份的时候呢，我们来自静台的孩子们也将代表上海市去汉堡参加 China Inc 的一个青少年音乐节。 It is a big chance to take part in German and Chinese life and to get to know the culture. 这也是一次很好的机会，两国的人民可以通过一系列的交流活动，认识双方的这个文化。At last, I want to say many thanks and greetings to the headmaster of the Jinsai Experimental Elementary School of Pudong District, and I'm sure that the young people from Hamburg in this town are excellent ambassadors from my hometown. Die Konzertreise wurde auch möglich, weil die Kinder in Gastfamilien wohnten, was den Reiseetat deutlich entlastete. Und die chinesischen Familien sind sehr gastfreundlich. Die Kinder probten und spielten nicht nur mit den chinesischen Kindern. Über den internationalen Musikaustausch hinaus hatten die Coolies die einmalige Gelegenheit, den chinesischen Alltag in ihren Gastfamilien kennenzulernen. So wurde eine Begegnung nicht nur auf musikalischer, sondern auch auf sozialer Ebene geschaffen. Besuchen wir die Familie Huan. Besuchen wir die coolen Elbstreicher Beke, Age und Lasse und werfen wir einen Blick in die Wohnung der Familie Huan. Willkommen! Fühlst du dich hier wohl? Jein! Manchmal ist es sehr kompliziert. Was ist kompliziert? Sprichst du Englisch? Ja, meine Schwester redet öfters. Du sprichst noch nicht so gut. Ja, ich spreche noch nicht ganz gut Englisch. Ja. Ich fühle mich wirklich gut hier. Also es hat eine schöne Wohnung, aber sonst auch die Gegend hier ist wirklich cool und mit vielen Bäumen und viel Grün, also mehr als in Hamburg. Also ich schlafe halt hier in dem Bett, meine Brüder schlafen, also die Eltern haben auch aus ihrem Zimmer noch eine Matratze geholt, die packen die dann wieder hin und dann schlafen die halt da. Ich schlafe in diesem Bett, also es ist eigentlich ihr Bett, bei den Eltern und da haben wir halt unsere ganzen Sachen. Mein Koffer ist da gut für einen Beinsel von meinen Brüdern und ja, ist halt nicht gerade das Ordentlichste, aber man fühlt sich hier ziemlich wohl. Wir waren hinten beim Einkaufszentrum in so einer Art Kletterpark. Und wir waren halt auch mit einer anderen Familie aus dem 8. Stock, waren wir halt, also das ist eine Freundin von mir und ja. Mit der waren wir halt auch noch auf einer Nachboot-Tour. Und was haben wir mit denen noch gemacht? Wir waren zusammen im Restaurant. Ja, stimmt. Und ja. Wir waren schon mehrere Mal Pizza essen. Und wie schmeckt das Essen? So, das ist halt nicht so wie andere Familien, dass es nur Chinesisches gibt, morgens und abends. Bei uns gibt es halt auch Brot, also ist auch ziemlich gut, weil wenn wir jetzt die ganze Zeit nur chinesisches Essen bekommen würden, weiß nicht, wäre es vielleicht auch nicht gerade, es wäre zwar schön, ja. Wenn man das halt mehr kennenlernt, aber ich glaube, das wäre dann halt schon ein bisschen, also keine Ahnung, wie soll ich das sagen, also es wäre dann schon ziemlich komisch auch das Gefühl, dass wir nur die ganze Zeit nur chinesisch essen, also bei uns gibt es halt auch Brot und Marmelade und Mango und das ist auch richtig gut. Aber cool. Also das ist Weißbrot, also nicht so gesund. The steak, you don't like the steak? No. Yeah. The pizza, the noodles, the Italian noodles,
And other things? No. A sauce? But I like noodle bolognese. Mm-hmm. It's noodle bolognese? Meat and tomato. Yeah, meat and tomato sauce with noodles. Mm-hmm. And the fish, the pink fish, mm-hmm. called it lax. I don't like it. Mm-hmm. And yeah, we eat it here in China, the noodles with the pink fish. Yeah. I don't like it, so. But Aga very like the Chinese food. And then the second day, I will the jiao, the traditional Chinese food. All the people, they don't like, but they don't like. So I ask him, all right, you'll never go home. You no! Know? Ich wollte es jetzt für Mama, kann sie mal kalt machen. Die beiden Mädchen sind so Während der Reise gab es auch einen Geburtstag zu feiern. Die coole Elbstreicherin Lilian hatte Geburtstag. Also besuchten wir die Familie Xi. Thomas, Mami, Jesse, Herr Xi war sehr kunstinteressiert und gab zugleich eine Einweisung in die chinesische Kalligraphie. Very famous ink. In the school, famous. You can. One. This book means one. Yeah, this is one. Yeah. This is two. This is three. Yeah. Yeah. And four? Four, I know four, I know four, yeah, I learned. You know, but for one, and art, go, and. Okay. Yeah, like big. Yeah. Big, yeah. Was haben wir denn hier noch? Guck mal, das sieht doch cool aus, oder? It's cannot write. You can maybe you can like this. This one means book. So just like a straight line down. Und so machten die Kinder ihre individuellen und unterschiedlichen Erfahrungen in den verschiedenen Gastfamilien. Spannend fanden sie es aber alle. Meine Gastfamilie konnte wenigstens Englisch sprechen. Aber den Vater habe ich nie gesehen. Ich habe ihn auch nicht am Wochenende. Es war ein wenig ungewohnt. Sie haben in einem Hochhaus im 17. Stockwerk gewohnt. Das war auch eine ungewohnte Erfahrung, da halt dort nur Hochhäuser fast stehen. Die Großeltern haben dort auch gewohnt mit. Ja, ich habe nicht sonderlich viel von der Wohnung mitbekommen, da die sehr abgetrennt war in verschiedene Teile. Die Oma konnte auch kein Englisch sprechen, deshalb. Aber sie hat immer versucht, mit mir auf Chinesisch zu kommunizieren, hat anscheinend nicht richtig verstanden, dass ich kein Chinesisch sprechen kann. Also ich hatte eigentlich sogar sehr Glück, weil unsere Bekannten, das Kind vor allem schon, die war vorher bei uns in der Familie in Deutschland. Und die hatten dann halt extra versucht, dass wir da noch hinkommen und hatten sich, glaube ich, auch so ein bisschen mehr Mühe gegeben und auch so deutsche Sachen und Müsli und all sowas eingekauft. Also es war eigentlich auch ganz cool bei uns. Am Anfang war es eigentlich, naja, war seltsam. Wir sind angekommen und naja, wussten nicht, was wir zu erwarten haben. Und dann sind wir halt, weiß ich, 9. Stock oder so gefahren. Und recht hoch alles und dann, weiß ich, ist sehr seltsam, extrem teuer. Weiß ich, diese Wohnungen kosten noch, weiß nicht, umgerechnet 1,6 Millionen Euro. Wirken trotzdem wie ein kleiner Knast, kann man schon sagen, mit Gittern vor den Fensterscheiben und alles Mögliche.
Aber, und wir waren dann da insgesamt zu siebt, aber das ist dann auch erstmal eine Umstellung. Aber war, ansonsten war es eigentlich echt gut. Während die Kinder sich mit ihren Gastgebern anfreundeten, lud die Schulleitung und der Veranstalter China Tours die deutschen Betreuer der coolen Kids zu einem noblen Abendessen ein. Auch hier obligatorisch Tee zur Begrüßung. Wir kennen höchstens den Uso beim Griechen. In China hingegen gibt es in jedem Restaurant Tee zur Begrüßung. Neben Ni Hao, was so viel heißt wie Hallo, lernte man auch gleich weitere wichtige Vokabeln. Die wohl wichtigste des feuchtfröhlichen Abends, Ganbei, also Prost. Dabei gilt, das Glas ist immer auszutrinken. We are very, very proud that we could be here. This is the special present from the Elbstreicher. It's a special gift for the school to say thank you for everything. And it's a very special thing from Hamburg. And I think it's also interesting for Shanghai because of the water you have got around. And so I think it will be fine for you. Yeah, thank you so much.今天大家也是看了上海的美景，所以你去了那个，没关系，让就说吧，这样我会表达的更清楚，否则说乱了。今天大家都看了上海的美景，去了朱家角，朱家角是一个上海的水乡，其实是看到原汁原味的上海。 As all of you have seen the city of Shanghai today, and of course the little town Zhujiajiao today, I think you all of you have enjoyed all of the nice scenery today, right? 有可能类似于18世纪的时候，上海就是类似于像朱家角现在的一个 a small town 那种，啊 a small village 应该是。嗯，朱家角 the small town which you have seen today, and rest of you will see the next week. It is actually a little town. It's similar like the 18th century of Shanghai. Yeah, Shanghai in 18th century. 所以今天大家看到的是过去的上海和现在发展中的上海. So all of you have seen the Shanghai of the past and the new developed Shanghai today. 然后我们的学校也随着上海的发展在不断的壮大。 And I think our school is also developing as far as the city. 上海本来就是和汉堡是一个友好交流城市。 Shanghai and Hamburg is the friendship cities. 相信这个友谊能够保存的更久，能够持续的更久。 I hope the friendship between the two cities will last forever. 从我们学校的学生开始，从德国的孩子们开始。 I hope this will start from the students from our schools as well as from your schools. 好，最后我们再举起杯子，干杯，干杯，干杯，干杯，Thank you. Thank you.
Jeden Montagmorgen versammeln sich alle 2000 Schüler zur großen Flag Rising Ceremony. Zum Frühsport und um die neuesten Parolen und Losungen für die kommende Woche zu hören. Zu hören ist die chinesische Nationalhymne, der Marsch der Freiwilligen, die auch stets während des Unterrichts jede volle Stunde aus den Lautsprechern erklingt. Die Schüler stehen dann auch während des Unterrichts auf und huldigen der Nationalhymne. Übrigens, die Hymne wird wieder mit dem ursprünglichen Text gesungen, das zwischenzeitliche vorwärts heldenhaftes Volk aller Nationalitäten. Und der Osten ist rot, konnten sich in der Öffentlichkeit nicht richtig durchsetzen. Es war schon krass, was die da für eine Disziplin haben. Und wenn man es mal mit deutschen Schulen vergleicht, da dauert es teilweise eine halbe Stunde, bis die überhaupt alle ruhig sind. Da braucht es ein Wort und die stehen alle perfekt in einer Reihe dort. Also es war schon ein ziemlich starker Unterschied. Aber ich finde, man kann das gar nicht so genau vergleichen. Also die sind das da gewohnt. Und wir haben das halt in Deutschland überhaupt nicht, dass man sofort auf das hören muss, was der Lehrer sagt. Und auch wenn die irgendwas sagen wollten, sie mussten aufstehen, um etwas zu sagen. Und es war halt wirklich mal was ganz anderes. Aber es war spannend, auch mal sowas kennenzulernen, auch mit der Flaggenzeremonie. Wir haben es dann ja irgendwie versucht zu machen. Aber ich bewundere das schon. Also ich glaube nicht, dass ich das jetzt immer könnte. Aber es war auf jeden Fall sehr spannend, sowas mal miterleben zu dürfen. Wir haben letztes Jahr beim China In Festival 2016 in der Leishalle mitgemacht. Da kamen schon viele chinesische Kinder, die dann auch bei uns gewohnt haben. Und wir haben eben gemeinsam in der Leishalle schon musiziert, auch mit der Wichern-Schule zusammen. Und natürlich kam danach die Idee, wir müssen auch nach China fliegen. Wir müssen in Shanghai unsere Freunde der Jinzhai-Schule besuchen. Ganz viele Instrumente. Aber schließlich war man ja in erster Linie zum Musizieren in Shanghai. Die Mitnahme der großen Celli von Hamburg nach Shanghai war ungewöhnlich teuer. So entschloss man sich, lediglich die Geigen als Handgepäck mitzunehmen und die Celli vor Ort in Shanghai anzumieten. Diese Vorgehensweise schonte die Reisekasse beträchtlich. Irgendwann muss man nach der Gastfamilie-Haus mitnehmen. Genau. Am besten mal das Licht sozusagen. Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit, soll mal ein weiser Mann gesagt haben. War es Konfuzius? Hören wir mal in die Probe.
es war wieder mit dem As von E und so. Ich weiß nicht, ob es Klavier war. So wie es sie heute gibt und auch mit diesem Konzept und wie sie arbeiten, dass sie zum Beispiel mit Musikdateien zu Hause alleine üben, gibt es jetzt seit 11 Jahren. Seitdem ist dieses Konzept auch nochmal sehr fundiert aufgearbeitet worden und so kann man sagen, seit 20 Jahren den Beginn, aber seit 11 Jahren wirklich so, wie sie heute existieren. Wer viel tut, muss auch gut essen. In der riesigen Chinchai-Schule gibt es alles. Schulbusse für Tagesschüler, einen Supermarkt, Internetcafé und Unterhaltungsräume auf dem Campus. Und für alle Schüler sind 3 Mahlzeiten pro Tag vorgesehen. Da hat die Küche viel zu tun. Und das chinesische Essen in der Chinchai-Schule ist ja so gut. Oder vielleicht vergleichbar mit dem Image deutscher Schulspeisungen? Erfreulicher hingegen war die Tischtennisstunde. Man kann im Eishockey gegen Kanada gewinnen oder im Rodeln neuerdings auch mal gegen einen Österreicher. Aber im Tischtennis gegen einen Chinesen? Das ist zumindest auf höchstem Niveau kaum möglich. Begonnen hatte alles 1904, als ein chinesischer Schreibwarenhändler 10 Tischtennissets aus Japan in seine Heimat einführte. Danach verbreitete sich Pingpong im Reich der Mitte wie ein Lauffeuer und wurde zum Nationalsport. Ganz langsam. Zuerst. Und Hände hoch. Tai Chi, oder auch Schattenboxen genannt, ist in der Volksrepublik China ein Volkssport. Allmorgendlich kann man Menschen jeden Alters beobachten, überall, vor Kaufhäusern oder in Parks, die diese alte chinesische Bewegungskunst ausüben. Wir machen Wiederholung, okay? Tai Chi vereint Entspannung, Meditation und Gesundheitsförderung in sich. Durch langsame, fließende Bewegungen kommen die Gedanken zur Ruhe. Die Konzentration wird gefördert und der Körper gewinnt an Geschmeidigkeit. In den verschiedenen Stilen werden verschiedene Stand- und Atemübungen sowie Standmeditationen praktiziert. Sie dienen dazu, die Bewegungsprinzipien des Tai Chuan zu erlernen, die Gelenke zu lockern, den ganzen Körper zu entspannen und die Körperhaltung nach und nach so zu verändern, dass ungünstige Gelenkbelastungen vermieden werden. Die coolen Elbstreicher waren begeistert. Manchmal erlebt man Tai Chi auch zu westlicher Popmusik. China befindet sich im Wandel, vor allem in Großstädten. Die abendländische Kultur nimmt Einfluss. Thank you.
Im Gegensatz zu unserer Malerei ist man in der Malkunst Chinas nicht um Originalität oder um persönlichen Stil bemüht. Dem Maler ist die naturgetreue Darstellung etwa einer Landschaft unwichtig. Für ihn zählt mehr die Stimmung und Atmosphäre, die Empfindungen wecken soll. Auch in der Behandlung der Bilder unterscheiden sich beide Kulturen. Bei uns werden sie oft eingerahmt und an die Wand gehängt. In China werden sie nur hervorgeholt, wenn man sie betrachten möchte. Die verwendeten Seiden- und Papierrollen sind nämlich sehr empfindlich. Auch ermöglichen sie keinerlei Korrekturen, was den Maler dazu zwingt, das Bild bereits in seinem Kopf entstehen zu lassen. Die geistigen Voraussetzungen sind also völlig anders. Kalligraphie genannt. Die Kalligraphie wird als hochgeachtete künstliche Form der chinesischen Kultur betrachtet. Sie ist nicht nur eine praktische Technik der Schreibens oder ein Hilfsmittel der schriftlichen Kommunikation, sondern vielmehr eine wichtige und einzigartige Form des geistigen Ausdrucks ihres Kalligraphen. Ja, die Kalligraphie, die Kunst des Schönschreibens von Hand, darf nicht fehlen. Zumeist mit Federkiel oder Pinsel geschrieben, steht sie im Gegensatz zur Typografie, also dem Setzen mit vorgefertigten Formen. Das Ansehen der Kalligraphie ist in der Kulturgeschichte überall dort gegeben, wo das Abschreiben heiliger Texte selbst als sakraler Vorgang eingestuft wird. Noch heute ist auch für die chinesische Schriftkultur die Kalligraphie wichtig und inspirierend. Wichtiger als die Leserlichkeit ist dabei die Erzielung perfekter ästhetischer Ausgewogenheit. Kalligraphie gilt als Bild, nicht als Text. In Asien, hauptsächlich im chinesischen Raum, hat die Kalligraphie immer noch einen hohen Stellenwert im gesellschaftlichen und künstlerischen Leben. Und die andere Freude, Le. Kuhle. Ja, Kuhle, ja, scheiße. Kuhle, sehr gut. Was für Eindrücke habt ihr aus Shanghai mitgebracht? Es war echt eine krasse Erfahrung, weil es war ziemlich unterschiedlich, weil wir waren auch dort auch so ein bisschen in der Stadt unterwegs und es war teilweise richtig, man hat das Gefühl, man ist gar nicht weg. Es war ähnlich wie in Hamburg und dann, wenn man zum Beispiel in der Familie war, war es dann wieder ganz anders. Also dann hat auch wirklich was von der Kultur gesehen und das fand ich auch ganz schön. Aber es war auch ziemlich teilweise gewöhnungsbedürftig, weil es halt wirklich sehr anders war. Shanghai ist einer der spannendsten Orte der Erde. Superlative und Kleinode in einer Megacity. Die Gegensätze dieser Stadt erlebt man am besten erstmal zu Fuß. Alt und neu, chinesisch und westlich, ländlich und urban, altkommunistisch und kapitalistisch. All das liegt hier ganz dicht beieinander. Doch nicht die imperialistische Vergangenheit Chinas macht die Stadt so sehenswert, sondern die Zukunft, an der hier Tag und Nacht gebaut wird. Die größte Attraktion ist Shanghai selbst.
Heute ist Shanghai das international sich am schnellsten entwickelnde Gebiet in ganz China, mit hochragenden Wolkenkratzern und einer Hightech-Industrie mit tausenden internationalen Unternehmen. Das günstige Umfeld für internationale Geschäfte und flexible Gesetze haben mehr und mehr ausländische Investoren angelockt. Wo noch 1990 die Bauern auf ihren Reisfeldern arbeiteten, ragen heute Wolkenkratzer in den Himmel. Marmor, Glas und Stahl glänzen in der Sonne. Der Stadtteil Pudong. Mehr als 15.000 internationale Firmen haben sich hier angesiedelt. Ein wunderbarer Anblick. Das dritte höchstes Hochhaus in Shanghai. Und wir haben schon höchstes, zweithöchstes und jetzt dritte höchstes, heißt der Jingmao Tower. Und dann werden wir dieses Hochhaus besuchen. Hochhäuser der Stadt sind wahre Himmelsstürmer. Ein unvergessliches Erlebnis. Blickt man auf die Skyline am anderen Ufer, glänzt das Jin Mao Building in der Sonne, das die Coolies nun besuchen. Dieser elegante Turm aus Stahl und Glas mit seinen 421 Metern, eins der höchsten Gebäude der Welt und das wohl schönste. Neben ihm verblassen all die anderen Wolkenkratzer, sogar seine ihn überragenden Nachbarn. Das um 70 Meter höhere, an einen Flaschenöffner erinnernde Shanghai World Financial Center. Knapp unterhalb der Turmspitze hat man einen grandiosen Blick über die Stadt. Eine Pagode in 88 Stockwerken. Es ist ein einzigartiges, grandioses Erlebnis, auf die gigantische Weltmetropole und den breiten Huangpu-Fluss hinabzublicken. Der 421 Meter hohe Turm gilt als herausragendes Beispiel einer gelungenen Symbiose aus westlicher und östlicher Architektur. Man zahlt 88 Yuan Eintrittsgeld für den Besuch der Austrittsplattform im 88. Stock. Ein Gebiet in Shanghai erobert mit modernen Kriegsschiffen. Engländer haben hier die erste Kolonie in Shanghai gegründet. Engländer haben hier immer Opiumgeschäft gemacht. Ja, ja, die Engländer. Sie kamen tatsächlich auf die pfiffige Idee, billiges Opium illegal einzuführen, um aus den Gewinnen ihre Teeimporte zu bezahlen. Als ein kaiserlicher Beamter britisches Opium vernichtete, nahm England dies als Kriegsgrund. Die Folge? Nach der Niederlage musste China Hongkong abtreten. In der Altstadt von Shanghai schlägt das Herz der Stadt. Quirliges Treiben herrscht im Bazarviertel. Hier stehen die alten zweistöckigen Häuser dicht an dicht. Hier wohnen und arbeiten die Menschen noch wie vor 100 Jahren. Die weltberühmte Altstadt Shanghais hat sich einen ursprünglichen Charakter bewahren können, auch wenn die Stadtmauern längst nicht mehr stehen und der Shoppingtourismus Einzug gehalten hat. Das bekannte Teehaus steht im Herzen eines verwunschenen Goldfischteichs und ist nur über die 9-Biegungen-Brücke erreichbar. Im Zickzack also, damit die bösen Dämonen nicht hineingelangen können. Der Hu-Garten steht seit 1982 auf der Liste der Denkmäler der Volksrepublik China. Nichts kaufen, weitergehen! Der Shenghuang-Tempel in der Altstadt, der ehemalige Tempel der Stadtgötter. Einst beteten hier Mandarine und Grundherren vor der Statue des Shanghaier Schutzpatrons. Dieser volkstümliche Tempel bildete mit seinem Vorplatz einst das eigentliche Zentrum des alten Shanghai. Es gibt Schutzgottheiten für alles, fürs Augenlicht, für Seefahrer
Literatur und natürlich für Liebe, Glück und Reichtum. Hier wieder on the Bild. Wieder Pavillon mit Granatapfel und anderen Pflanzen. Und unser Granatapfel ist ein Symbol von vielen Kindern. Denn Granatapfel haben die Früchte, haben viele Kerne. Die Kerne sind gleichlautend wie die Sühne. Und deshalb Granatapfel haben so viele Kerne, die symbolisieren so viele Sühne zu haben. Auch. Ja, die Marmelade! Wunderbar, danke schön. Wer jemals gesehen hat, wie eine chinesische Tischgesellschaft ausgelassen feiert, der glaubt an den Sieg der großen proletarischen Revolution. Selbst in noblen chinesischen Restaurants verwandelt sich der Tisch im Nu in einen Abfallhaufen. Und es wird geschlürft, geschmatzt, gerülpst und gespuckt. Wenigstens einmal sollte man seinen Gaumen mit Delikatessen erfreuen, die typisch für diese Stadt sind. Die Shanghaier wissen einfach, was gut schmeckt. Naja, also Schweinehaut zum Frühstück oder irgendwelche schwarzen Suppen, weiß nicht. Also ist nicht so das, was ich normalerweise zum Frühstück esse. Und ja, klar nicht. Und naja, also ich war ja auch kurzzeitig, hatte ich auch Fieber, weil ich auch irgendwas Falsches gegessen habe. Also ich glaube, der auffälligste Punkt war besonders das Essen. Es war halt, teilweise hat es wirklich gut geschmeckt, aber es sah halt ganz anders aus. Also es war teilweise echt eine Überwindung und ich hatte jetzt zwar auch kein Fleisch gegessen und ich glaube, da habe ich mir einiges erspart mit, aber trotzdem war es halt manchmal ein bisschen schwierig. Man muss das einfach mal probieren und dann ging es meistens wirklich. Das Shanghai-Museum repräsentiert zahlreiche Kulturschätze Chinas. 3000 Jahre Kunstgeschichte zum Staunen. Die Kulis haben viel Zeit mitgebracht, um die riesigen Säle chinesischer Bronze, Keramik und Porzellan, antiker Malerei und Bildhauerei zu bestaunen. Unser Parkplatz, hier im Norden, Süden, ja, unser Parkplatz hier. Wir sind hierher gelaufen. Ja, passt doch mal auf, ihr müsst jetzt echt verloren. Ja, fast nicht verloren gehen, das ist wichtig. Ja. Jetzt passt unser Parkplatz. Wir sind jetzt hier. Ja. Wir gehen aber erst gemeinsam ein Boot nehmen, fahren wir zu dieser schönen Brücke. Als Brücke der Freilassung von Fischen. Da ist man früher viele Fische frei. Das heißt, man Thomas Barmherziger. Innerhalb der Stadtgrenzen Shanghais befindet sich die Insel Chongming. Sie ist die drittgrößte Insel Chinas. Der 113 Kilometer lange Huangpu-Fluss teilt die Stadt in zwei Hälften, Puxi und Pudong, und bildet zugleich die Hauptwasserstraße Shanghais.
Zu Yao Yao Zen ist eine kleine Welt aus Brücken, Gassen und Kanälen, wo noch das alte, pittoreske China zu spüren ist. Es war in den vergangenen Jahrhunderten eine wichtige Gegend für den Handel. Die Menschen kamen auf kleinen Booten mit Waren aller Art von weit her und machten gute Geschäfte. Das touristisch sehr attraktive Zu Yao Yao wird auch Venedig des Ostens genannt. Erstmal eine ganz neue Erfahrung und hier auch eine ganz andere Atmosphäre einfach. Hier ist viel Gewusel und hier wird auch sehr viel angeboten. Aber das ist halt auch so ein bisschen das Besondere an Shanghai, dass man hier halt auch gut verhandeln kann. Also ich habe jetzt hier eben irgendwie 8 Fidget-Spinner nochmal gekauft für 10 Yen jeweils und habe das halt alles runtergehandelt. Wir sehen. Okay, 110. Okay, send me your friend. 100. Only for you. Really, I give you a new one. 100. Okay, okay. Do you want Chinese name also? No, no, no. I don't want to brave in. I just want to get the price. So, how much? Kaufrausch in der Megacity. Made in China ist ein Garant für Kitsch, der schon fast Kultstatus erlangt hat. Die sogenannten Fake Markets findet man oft unter U-Bahnhöfen und sie sind Einkaufsparadiese für alles, was billig, schrill und bunt ist. Den Qualitätsbegriff Marke sollte man allerdings nicht zu ernst nehmen. Es ist eben Fake. Zu einem ganz besonderen Event wurden die coolen Elbstreicher geladen. Zum großen Sommerfest des deutschen Generalkonsulats in Shanghai. Es wurde ein extra großes, elegantes Fest mit über 200 geladenen Gästen aus Wirtschaft, Kultur und Politik. Man sah unter anderem Weihbischof Rolf Steinau oder Dr. Christian Bode, Ehrenpräsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. 15.000 Deutsche leben heute in Shanghai. So viel wie in keiner anderen Stadt in Ostasien. Die Pflege der Beziehungen zwischen Deutschland und der Stadt Shanghai ist eine der wesentlichen Aufgaben des Generalkonsulats und des politischen Referats. Liebe Gäste, liebe Freunde, im Namen meiner Frau und der chinesisch-deutschen Hochschule und des Deutschen Akademischen Austauschdienstes möchte ich Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Feier willkommen heißen. Weil das wirklich so ein besonderer Anlass ist. 110 Jahre Jubiläum der Tongji-Universität. Das können wir erst wieder in 110 Jahren nochmal feiern. Weil das so ein besonderer Anlass ist, meine Damen und Herren, haben wir heute ein ganz besonderes Geschenk für Sie, für die Tongji-Universität, für alle, die heute hier sind. Und dieses Geschenk ist ein deutsch-chinesisches Jugendorchester. So wie die Tongji die deutsch-chinesische Zusammenarbeit verkörpert. Dieses Orchester ist zusammengesetzt aus jungen Musikern aus Hamburg, die den tollen Namen haben, coole Elbstreicher. Das bringt mich zu der Frage, was heißt eigentlich cool auf Chinesisch? Diese coolen Elbstreicher spielen heute zusammen mit genauso coolen chinesischen Musikern, jungen Musikern,
der Tianzai Grundschule in Shanghai. 那么酷乐乐团今晚他们的搭档是也是同样酷的中国青少年，他们来自上海市浦东新区进才实验小学。 Ja, wir bedanken uns sehr, heute hier zu diesem sehr festlichen Anlass hier zu sein, eingeladen worden zu sein. Und wir sind sozusagen die ganz kleinen Botschafter unserer neuen Elbphilharmonie. Und zum Schluss möchte ich sagen, auch wir bedanken uns natürlich. Wir bedanken uns bei Herrn von Rothen hier zu sein. Wir bedanken uns bei China Tours, die diesen Austausch ermöglicht und organisiert haben. Und wir bedanken uns bei unserer Gastschule Jinzai. Und wir sind sehr stolz, mit so vielen tollen Musikern auf der Bühne zu stehen. Thank you.
Österreicher sind hier toll angekommen. Sie haben gespielt zusammen mit jungen Musikern aus einer chinesischen Grundschule. Und dieses Konzert der Hamburger und der chinesischen jungen Musiker hat perfekt die deutsch-chinesische Zusammenarbeit wiedergespiegelt. Und ich war auch sehr stolz auf die coolen Elbstreicher, denn sie haben auch unser Konzept von Jugendmusik hier in China sehr eindrucksvoll dargestellt. Also, bravo Hamburg, bravo coole Elbstreicher. Die Atmosphäre, dass man da halt sozusagen ein Open-Air-Konzert gemacht hat, das war halt auch echt interessant mal. Und dann saßen wir auch nicht im Halbkreis und ja, halt die Gesichter, die man da gesehen hat, die waren halt auch nicht so gewohnt. Ich bin auch der Meinung, naja, unsere Freiheit, die wir haben in unserer Erziehung, die führt auch dazu, dass ihr nichts könnt, so nach dem Motto. Und es ist sehr schön, dass die sehen, ich überspitze das jetzt ein bisschen, aber dass die sehen, dass das auch zu einem qualitativ hochwertigen Ziel führen kann. Und das fand er so wichtig. Ich finde trotzdem, was mir daran nicht gefällt, ist wieder dieser Konkurrenzgedanke. Ich finde nicht, dass man sagen kann, eins ist gut und eins ist schlecht. Ich finde, das lernen wir hier auch. Also wir lernen irgendwas darüber, was ist gut, was ist schlecht. Mein Gott, das sind unterschiedliche Nationen, unterschiedliche Wege. Und ich stelle mir mal vor, eine Stadt mit 25 Millionen, das geht nur mit Disziplin. Also wie sollen auch 3000 Schüler sonst so eine Zeremonie heute Morgen überstehen? Also von daher, genau, ich finde das schön, diese unterschiedlichen Wege zu sehen. Ich finde aber auch schön, dass wir unseren Weg zeigen dürfen. Natürlich bringen unterschiedliche Kulturen auch unterschiedliche Auffassungen über das Lernen zutage. Dennoch, die coolen Elbstreicher müssen sich wirklich nicht verstecken. Und ob die chinesischen Musiker besser spielen? Da halten wir es mit Gesa Riedels Aussage. Wir wollen den Konkurrenzkampf nicht. Wir wollen Musik machen, die uns alle verbindet. Also hören wir rein in die Probe. Nochmal. Bam, 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 bam. Zu langsam. Hast du老地方? La la di la la. Auf Sonne folgt Regen. Chinas Klima ist mehr oder minder vom Monsun, also dem Sommerregen, beeinflusst. Wir sind auf dem Weg zur Insel Chongmingdao. Die drittgrößte Insel Chinas gehört zum Stadtgebiet von Shanghai. Chongmingdao ist erst Anfang des 6. Jahrhunderts durch Schlammablagerungen des Yangtze entstanden und bildet den ländlichsten Teil Shanghais. Von mehreren Flüssen durchzogen, ist der Boden extrem fruchtbar. Und so entstand im Laufe der Zeit Viehzucht und Ackerbau. Chongmingdao ist auch die Lunge Shanghais und dient den Städtern als Naherholungsgebiet, als Ausweg vom Smog der Stadt.
auch wenn es nur für einen Nachmittag ist. Die Shinshai-Schule hat hier eine eigene Chongming Education Base, einen Schulgarten eingerichtet, auf dem ganz ökologisch verschiedene Pflanzen und Gemüsearten angebaut werden. Trotz Monsun besuchen wir nun diesen Garten. Der beste Platz für Erholungssuchende in Shanghai ist der zentral gelegene Century Park, umgeben von kleineren Waldstücken und großen Grünflächen. Die Landschaftsgestaltung des von Hochhäusern umgebenen Parks verbindet den britischen, japanischen und chinesischen Stil der Gartenbaukunst. Hier hatten die chinesischen Gastgeber die Idee zu einem ganz besonderen Wettbewerb, um die deutsch-chinesische Freundschaft in die Tat umzusetzen. Es ging darum, auf seinem Handy die meisten Fotos zusammen mit großen und kleinen Shanghaier Bürgern einzufangen. We need more. We need more. Are you okay? Easy. Oh, that's perfect. Nice. That's so nice. Hey, you want to have a... Bala fatinch. You need some water. You want some water? 1, 2, 3. Oh, thank you, thank you. You're so cool. You're so cool. You're so cool. Perfect. Is it okay? Thank you very much. Thank you. Can we take a selfie with you? Okay. Very nice. Das müssen Selfies sein, das heißt Gruppenfotos 10 Euro. Selfies mit 20 Leuten drauf. Mit einer großen Reise gezählt, 72. Vielen Dank, kann ich einfach umgehen? Das ist aus Reis. Das ist aus Reis? Ja, ja, ja. Spiel gemacht mit den Fotos. Ja. Und da war es auch schon so, dass es wirklich, was man, genau, sie haben, die Kinder haben auf Englisch angesprochen und gefragt, können wir ein Foto machen? Ja. Und sie waren erst ganz irritiert und hatten Angst. Ja. Und dann haben sie verstanden, worum es geht. Und dann waren sie so freundlich. Ja. Und jetzt habe ich ein bisschen Angst, aber sie wissen nicht, was soll ich sagen. Vielleicht sie können nur auf Chinesisch, ja, das bin ich so ein bisschen komisch. Da werden sie erst, aber wenn sie verstanden, okay, dann wird ein bisschen so ruhig und so freundlich. Ja, ja. Genau. Ja, man hat natürlich, man war, ist es gewöhnt, dass die meisten irgendwie einen schon auf Englisch verstehen und hat dann meistens, wenn man irgendwas fragen wollte, erstmal auf Englisch angefangen. Aber das Problem war meistens, dass die meisten gar nicht so gut Englisch gesprochen haben. Also das hatte ich auch ehrlich gesagt nicht so gedacht. Ich dachte so, okay, Shanghai, die werden auf jeden Fall irgendwie doch wohl Englisch sprechen, aber es war teilweise echt ein Problem und in meiner Familie habe ich dann halt mit so einer Übersetzungs-App gearbeitet und so. Aber das ist, wenn man auf der Straße auch jemanden fragen würde, das haben wir auch vorher gelernt, selbst wenn man nach dem Weg fragt und die tatsächlich verstehen,
die sagen auch dann, wenn sie es nicht genau wissen, zeigen sie einfach irgendeine Richtung, einfach weil sie freundlich sein wollen. Und das ist mir auch aufgefallen. Sie waren alle sehr freundlich, aber sie haben es halt teilweise echt nicht verstanden. Und dann der große Moment. Das Abschlusskonzert mit allen chinesischen Freunden in der Aula der Xinshai-Schule. Zwischenzeitlich hatte sich das Orchester der Hamburger Wichern-Schule dazu gesellt. Diese waren zur gleichen Zeit in Shanghai. Und so standen mehr als 100 Kinder auf und neben der Bühne. Der Platz reichte bei weitem nicht aus. And we are very proud of being here. 大家知道吗？一个优秀的指挥家只精通十八般武艺的，他不仅可以听到每种乐器、每个声部的声音，他还要会创作乐曲。库勒弦乐团的指挥老师就是一名优秀的指挥家。下一首，他们将为我们带演奏他自己创作的歌曲。 艺术交流音乐会现在开始。
und ich glaube, die Highlights, die waren einfach die Konzerte. Die waren halt echt außergewöhnlich und auch schön.